Ist das nicht herrlich? Das ist schon geil. Du kommst aus der Kneipe, du kommst nicht aus der Kneipe, aus der Unterkunft raus und bist gleich mal im Kurfürding. So musst du das machen. Ja. Und lieber. Die traut der Straße nicht wirklich. Nee. Die sieht so komisch aus. Da weiß ich auch nicht, ob nicht irgendwo ein paar Kiesel liegen, die siehst du nämlich nicht. Ja. Da habe ich eigentlich am meisten Respekt davor. Bei so sowas. Wenn die so hell ist. Ja. Aber nun müssen wir auch nicht drin. Nee, um das dreht sich. Caserna Abdi Matalariti, okay, was auch immer das heißt. Also nur für die Videoaufnahme Nassfeldpass. Italienische Seite. Das ist richtig, oder? Sonst wissen wir nämlich wieder nicht, wenn wir die Videos machen. Boah, leck mir mal, wenn du da jetzt gerade ausfährst, Alter, dann auf Wiedersehen. Mein Weib, die hätte jetzt noch einen Fall gehabt. Die mag die Höhe nicht, weißt du? Und gerade wenn man dann runterfährt und auf so eine Kehre drauf zu und dahinter geht es halt ins Nix. Due Tornanti. Okay. Ey, aber seit der Motorradfahrerin sind wir schon gut unterwegs. Ja, absolut. Wir kommen drum. Ja, ja. So viel schöne Sache und in anderen Ländern war ich noch nie. Ja, ja. Ihre Motorradräder. Ja. Okay, 30. Ah, dahinter hört sie auf die Baustelle. Strada senza barriera oder barriere. Hm.
Das sind ja zwei Pässe, gell, die da nach Italien runtergehen. Der Nassfeld und der Plöcken, ja, oder? Ja, richtig. Der Plöcken ist woanders. Glaube ich. Mhm. Aber der ist auch in der Nähe. Da hat den auch mal gekauft, mit Ritter, gell? Ja. Der ist auch in der Nähe, ja, also das ist schon traumhaft. Ja. Und ich finde immer, wie soll man das... Irgendwie genießt man es immer zu wenig. Weißt du, jetzt heizen. Wir fahren jetzt so gut und weißt du, aber jetzt muss ich immer ein Ring das genießen. Weißt du, das fällt ja auch nicht so schwer, weil du mit Motorradfahrer beschäftigt bist. Ja. Und die Gegend genießen im eigentlichen Sinn kannst du gar nicht so, weil du musst ja da noch Spaß machen, weißt du? Ja. Also ich würde sagen, mein Freund, wir müssen jetzt hier irgendwo Drohne fliegen lassen. Hier ist nichts los, kein Mensch. Und ja, aber das ist hier vielleicht auch nicht schlecht. Wenn man irgendein Ding findet, wo man geschickt nachkönnt. Ja, das stimmt. Genau. Dann wissen wir, was man macht. Also ich denke, hier kommen wir auch mal wieder herkommen. Ja, du, wenn das alles passt nachher. Weißt? Und wenn wir nachher zurückfahren und sagen, boah Junge, das war voll geil, ja, dann auf jeden Fall. Dann behalten wir uns das einfach bei, weil, sagen wir mal, gestern die Endfahrt, die war okay, das waren 500 Kilometer, aber ich fand das jetzt, durch das, dass wir so halbe gemacht haben, fand ich es eigentlich echt gut. War easy, war easy. Ich meine, immer hier liegen Kiesel, verdammt. Ja, ja. Und die scheiß mir fast in die Hose rein. Ich krieg da immer so einen richtigen Flash, wenn ich da mal... Oh, oh, oh. Aber das ist gar nicht, das ist nur so voll. Also jetzt kommt der Auto, gell? Das ist ein bisschen aufgekommen. Da liegt irgendwas. Ja, das ist farb, das war farb. Das sieht so richtig scheiße aus. Guck mal da, da. Ja. Rio Bombasto. Bombastico. Rio, 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 Rio. Ich schicke schon dermaßen an, ich glaube mein ja, ich habe diese SSB-Jacke drunter. Oh, jetzt kommt der Kiesel, jetzt wird es ein bisschen blöd. Ja, jetzt macht er mal Fettgezeige mit. Jetzt verliert hier voll mein Zeug ein. Ja, mein Freund geht wieder rein. Der, gell, hast du gesehen gerade? Ja, die meinen, sie ist wieder morgens, oder? Auf jeden Fall. Ja, der muss vorsichtig sein. Du hast doch frei von Gegend vom Nachschäfer. Ja. Das ist halt auch der Vorteil, wie ich so früh morgens verstehe. Also ich sage, jetzt komm mal heute wieder, kommt doch ständig irgendwas entgegen. Ich glaube auch. Man macht es gar nicht so, ich passe. Oder muss man
mal da hochklotze, diese Wand vor dir. Da siehst du mal, wie klein du bist. Da muss ich mal drehen, wenn wir auf andere Wände sind. Könntest du ja hier. Jetzt kommt der Kehre aus dem Mittelalter, Alter. Und die nächste, ja. Auto. Überleg mal, wie die Kameras auslassen. Aber richtig. Aber ich habe das Gefühl, uns würden unsere Akkus und Speicherkarten nicht reichen. Oh Junge, hier vorsichtig. Das ist fein arschglatt in den Tunnel, ja, das sag ich doch bloß. Oh, ich sehe mal gar nichts. Junge, das ist irgendwie surreal hier drin. Kehre! Kehre! Siehst du, Straße, da wird schon ganz schlecht von der Reise. Ja. Ja. Vor allem ist das scheiße eng und du siehst nicht viel. Wasser auf der Straße? Thank you.
Ortschaft? Oder was war das? Ja, was weißt du nicht? Weißt du nicht, was die da so? Und noch mit seinem Mozi? Immer freundlich. Das war eine Ortschaft, Kamerad. Aber viel Scheiße. Ich weiß auch nicht. Oh. Ich habe sie jetzt in den Dynamikmodus geschaltet. Dann ist sie ein bisschen straffer. Und hängt ein bisschen besser am Gas, weißt du? Da wäre auch ein Bar gewesen, hast du gesehen? Wie geil! Ah, ja komm, nachher trinken wir irgendwo einen Kaffee, ist ja scheiße. Ja, irgendwo, aber ich guck mal, dass wir dann gewinnen. Hey, ein schöner Cappuccino an der Adria mit dem Mittelmeer im Hintergrund. Jo! Was ist denn hier eigentlich? Wieder Funk? Ja. Oh, guck mal, die Wände. Das ist keine Heißlinge. Oh ja. Aber gut, was ich hier wollte. Keine Heißlinge. Wahrscheinlich, so sieht es gerade aus. Hier war 30, warum? Da vorne, Reh. Wo? Ah, da muss ich jetzt nochmal was. Ah ja, jetzt sehe ich. Das ist das zweite, Okay. Wenn wir nachher irgendwo rasch machen. Erinnere mich dran, meine Kamera vom Helm geschwind an die Powerbank anzuschließen. Sonst vergesse ich das wieder. Ich habe hier einen Oh, das ist ein raster Mann, oder? Die wird immer enger. Oh ja, aber ohne Witz. Also diese zwei Pässe, was mir jetzt schon gefahren sind, also der eine war ja, wie hieß der erste? Nassfeld. Okay, und der hier, wissen wir noch nicht. Ja.
Jetzt war ich mit der Gegner ausgejagt. Verschalte! Admin. Auto. Du weißt halt nie, macht die Kurve zu oder nicht. Ja. Also ich habe jetzt mal das Navi ziemlich aufgerissen, damit ich sehe, weißt, einigermaßen wie die Kurve verlaufen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt hier steht Sella. Sella, Joch. Sella Teresiatipist oder weiß ich was. Sella. Aber die Sella-Runde ist doch was anderes, oder? Kannst du dich noch an das Tal erinnern, wo wir gefahren sind letztes Jahr? Das erste, wo kam, wo wir noch rechts stehen geblieben sind wegen dem LKW? Das war so ähnlich wie das hier, nur das ist geiler. Das Tal war auch schön.
Aber das ist auch so, Fahrrad Eldorado, gell? Ja, das ist auch schön. Ein Fahrradfahren. Ich kann nicht fahren. Aber halt, Junge, da bist du aber auch dabei, gell? Guck dir das an. Ich bin da gerade gekommen. Der Berg ist rot. Ja. Dann geh weg. Carabinieri! Steht das Schild. Guckt ihr das an. Ja. Hey, aber wenn wir tatsächlich das Sutschertal heute sehen, wenn wir das nicht sehen, dann sollte man vielleicht noch einen Tag Slowenien einplanen. Ja, aber wenn wir Sutschertal, müssen wir unbedingt Drohne fliegen lassen. Das ist also. Ja, aber ich suche ja schon die ganze Zeit was, aber das ist alles hier abgesperrt. Also da war ich der Fluss. Ja. Ja. Junger Vater, guck dir das an. Oh. Unglaublich, oder? Ja, Weltklasse.
wenn wir rausfahren, weißt du? Der blinkt schon seit dem Kreisverkehr rechts. Tapfer gegen deinen Scheißspiegel! Und da kommt die nächste quer. Du Kackvogel! Junge, weißt du eigentlich, wo die hin muss? Und jetzt rumdrehen, jawohl! Jawohl! Die Fette. Okay. So. Ja, mir liegt immer noch gut in der Zeit. Wenn wir ach, jetzt mache ich den Gang raus, klar, ist ja logisch. Auf geht's. Ich sag jetzt gleich, könnte es sein, dass es interessant wird. Jetzt fahren wir über die wir können dir mal Zunge nachhalten, wenn es salzig ist, ist es mehr. Da, jetzt, da, natürlich ist das das Meer. Alter! Also mein 360 läuft. Boah! Und riech mal! Ja. Nach Salz, nach... Ah, schön ein. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwo einen Punkt, wo wir uns jetzt hinstellen. Und wenn wir nur... das ist sowas wie der da, der Glückspilz. Woran erkennst du die fette Frau, die durch Laufen dünner werden wollte? Die laufen immer mit Händen ganz nach oben und in der einen Hand haben sie immer 1,5 Liter Wasserflasche. Immer. Ja, kannst du auch keinem erzählen. Ja, wo war er denn? Ja, du, an der Adria. Ach so?
Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt gerne einen Punkt, wo ich mich schön hinstelle, weißt du? Ja. Alles gut. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es so sein. Grado. Das dreht sich's. Da vorne fährt einer raus. Können wir doch alle drei neu fahren. Und das ist abgesperrt nochmal. Guck mal. Wo? Fahr rückwärts, ne? Dass wir schräg reinkommen. So, Arschläge. Alter, ich schwitze mir den Arsch ab.